Der Baronalpalast bewahrt noch die Reste einer unterirdischen Ölmühle, ungefähr 400 Quadratmeter groß. Sie wurde zwischen dem 15. und dem 19. Jahrhundert gebaut, wie viele andere Ölmühlen des Salentos. Die Ölmühle ist durch einen alten Treppenabgang erreichbar. Er ist nun abgenutzt. Er führt zu dem Hauptraum, wo es ursprünglich einen Mühltisch und einen Mühlstein gab, auf dem die Oliven erstmal zerquetscht wurden. Dann wurde die Olivenmasse in die Ölpresse geschichtet und das Öl wurde aufgefangen. Die Ölsammelbecken kann man immer noch sehen. Genauso wie man heute nur noch den kreisförmigen Abdruck des Mahlsteins und einige alte Mahlsteine vorfindet. Außer dem Hauptraum gibt es noch einige kleinere Räume, die auch im Fels gehauen sind. Zum Beispiel den Tierverschlag mit den verschiedenen Futterkrippen.